Der Kunde, das ist ein Kunde aus Hamburg, der baut ein Schiff, das heißt Bondi 36. Und das ist ein Regattaschiff, hochmodern, auch alles aus Carbon. Und der will einen Mast, der ultra steif ist und möglicherweise auch sehr, sehr leicht. Ja, wir formen den Mast, der ist gestern gekocht worden und jetzt muss er aus der Form raus. Das machen wir mit dem Kran. Wenn wir jetzt da hochziehen, dann können wir auch testen, ob der Mast steif geworden ist, wie gut er ist eigentlich. Schauen wir mal. Der kommt aber sehr schnell raus. Jetzt muss ich mal schauen bei der Verjüngung, ob es da nicht am Kleben ist. Ist er entformt. Wir sehen auch anhand der Kurve, die da drin ist, wie steif das Ding ist. Und das ist bocksteif, so wie ich das sehe. Das biegt sich nur etwa 25 mm durch. Sehr zufrieden. Klopftest, damit man hört, wie gut das Laminat ist. Das muss tönen so mehr oder weniger wie Stahl, dann ist es gut. Und hier mache ich einen Test vom Harz. Wenn ich den abbreche, sehe ich, wie hart er ist und wie spröde. Und der ist jetzt noch sehr spröde, wir werden den Mast nochmal kochen, dann wird der Harz richtig zäh und stärker. Diese Röhre wiegt jetzt 72 Kilo, ist 18,5 Meter lang. Und da geht es auch darum, dass die Wiegekurve des Mastes genau stimmt. Also der ist so gebaut, dass er um die Welt segeln kann mit dem Ding in allen Konditionen. Da wird er vorher das Schiff brechen, bevor er den Mast bricht. Der Schritt ist mal, wir müssen überall den überflüssigen Harz wegmachen und die Länge zuschneiden und dann beginnen wir wahrscheinlich mit dem Mastkopf. Von oben nach unten werden alle Kleinteile installiert. Mastkopf, Vorstag, die drei Paar Saarlinge, Lümmelbeschläge, Mastfuß und das geht wahrscheinlich noch etwa 4 Wochen, bis wir bereit sind zum das Ganze schleifen und Klarlack drauf spritzen. Ich bin immer der Erste, der den Mast hochgeht, um alle Belastungen kontrollieren, wenn das Schiff segelt.